Wir haben Ihnen ohne Übergang gleich unseren nächsten Gast vorgestellt. Das ist Maynard Ferguson. Er spielt die alte Duke Ellington-Melodie Take the A-Train. Aber sehen wir erstmal zu. Dream Band in 56. I don't know whether the youngsters know you that well, like the jazz fans do. What would you say about that? Well, I'd say that that's something that's just starting to happen right now, Paul. We are playing a lot of today music now. Mm-hmm. I say we, I'm really referring to myself both as a solo artist and as a band leader. Mm-hmm. And some of the things that I'm doing now are sort of borrowing today's rhythms and using some of the more sophisticated harmonies on top of it. Yeah. I see a little of that in what you're doing, too. Yes. Herr Maynard meint also, dass er mit der heutigen Musik doch die jüngeren Leute auch anspricht, weil man doch die Rhythmen aus den Beatgruppen übernimmt und gleichzeitig aber die sophisticated Harmonien aus der guten Jazzmusik beibehält, sodass er vielleicht bei den jungen Leuten auch bekannt werden wird. Maynard, we have a little tune you played. I think it was the final tune of the concert. Yes, I enjoyed it. You enjoyed it? Yeah. It was an old Harry James thing called Tango Blues, and we were featuring the other three trumpet players. I think we're going to see that. Wir haben ein Stück arrangieren lassen, es heißt Tango Blues. Es ist eine alte Harry James Melodie, die uns Maynard jetzt mit unseren anderen drei Trompetern vorspielen wird. Die anderen sind also Carmel Jones, Ronnie Simmons und Milo Pavlovic. Und jetzt geht's los.